Guten Abend für euch alle. Die Nummer 106. Heute ist Montag, noch Montag, der 6. Juli 2020. Harmonie des Abends. Nun kommt die Stunde, da dem sanften Blütenbeben ein Duft entquillt wie Weihrauchwolken vorm Altar und Rhythmen leis sich wiegen wie ein tanzend Paar und sehnsuchtsvollen Reigens in den Abend schweben. Ein Duft entquillt wie Weihrauchwolken vorm Altar. Fern hörst du einer Geige dunkle Saiten beben und sehnsuchtsvollen Reigens in den Abend schweben. Wie eine Kirche ist der Himmel wunderbar. Fern hörst du einer Geige dunkle Saiten beben. So singt ein müdes Herz, das stets voll Sonne war. Wie eine Kirche ist der Himmel wunderbar. In einem Purpurstrom verhaucht der Tag sein Leben. So singt ein müdes Herz, das stets voll Sonne war und dem sich lichte Spuren in die Träume weben. In einem Purpurstrom verhaucht der Tag sein Leben und wie ein Kelch erstrahlt in mir dein Bild. So klar. Naja, das hat mich dann doch sehr gerührt und sehr gefreut, dass ich nicht einfach so aufhören kann. Und es gibt eben auch Umstände, die es mir dann doch nicht möglich machen, so in Ruhe und freudig und gelassen früh für euch Geschichten und Gedichte auszusuchen. Und so ist es jetzt vielleicht nicht jeden Abend, aber doch abends. Und es gibt tja, wunderbare Abendgeschichten, stelle ich gerade fest. Die war jetzt von Charles Baudelaire in einer Nachdichtung tatsächlich von Stefan Zweig. In einem wunderschönen Buch habe ich das gefunden. Stefan Zweig. Seht ihr das? Ja, so. Also. Es ist noch nicht zu Ende. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Bis morgen.